Die Drehscheibe Dresden Sommertour wird Ihnen präsentiert von Stesat. Wir entwickeln Dresden. Zuschauer, ganz herzlich willkommen zur Drehscheibe am Donnerstagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind, denn diese Themen haben wir heute für Sie. Bistum Dresden-Meißen, Bischof Timmer Evers tritt sein Amt an. Fortschritt, Sachsen hamstert bereits seit 2011. Und Bilanz, Tourismuszahlen in Dresden brechen weiter ein. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Donnerstag, den 25. August. Der 50. Bischof des Bistums Dresden-Meißen, Heinrich Timmer Evers, tritt am Samstag sein Amt an. Mit einem feierlichen Gottesdienst wird er begrüßt. Erwartet werden mehrere tausend Gäste. Wie der Bischof in Dresden empfangen wurde, hat meine Kollegin Natascha Hofmann vorab schon mal nachgefragt. Hallo liebe Zuschauer zur Drehscheibe Sommertour. Ich stehe hier heute vor der Dresdner Kathedrale und habe mich mit dem künftigen Bischof Heinrich Timmer Evers getroffen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Nun ist ja für Sie heute kein gewöhnlicher Tag, denn ich habe gehört, Sie haben Geburtstag. Ich wünsche Ihnen natürlich auch alles Gute, vor allem auch hier für die Zeit in Dresden. Haben denn heute schon viele Leute an Sie gedacht? Ja, es waren schon eine ganze Reihe Leute da. Die ersten Glückwünsche wurden mir schon direkt in der frühen Morgenstunde gebracht von den Mitbewohnern des Hauses. Und eben gerade waren es auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen ich in den nächsten Jahren hier sehr eng zusammenarbeiten werde. Die haben schon ein Ständchen gebracht und die erste Blume. Also von daher war es schon ein sehr schöner Start in diesen Tag und in das neue Lebensjahr. Okay, knapp ein Jahr ist es her, dass Bischof Koch zurückgetreten ist. Wie wurden Sie denn jetzt hier in Dresden empfangen? Also sehr, sehr herzlich. Also ich kann mich an viele schöne Augenblicke erinnern, auch gerade an diesem Platz mit den Kapellknaben zusammen. Also ein sehr, sehr herzliches, freundliches Willkommen, sodass es einem gar nicht schwerfällt, sich hier auch heimisch zu fühlen und heimisch zu werden. Also dafür bin ich sehr froh und sehr dankbar. Sie waren ja nun einige Zeit vorher in Münster. Wie kam es denn jetzt, dass Sie sich entschlossen haben, hier nach Dresden zu kommen? Also ich habe mich zunächst einmal nicht entschlossen, sondern das Domkapitel Dresden-Meißen hat ja, wie das in der katholischen Kirche oder zumindest in einigen Ländern in Deutschland in besonderer Weise üblich ist, vom Vatikan, vom Papst eine Dreierliste bekommen, auf den drei Namen stand. Und aus dieser Dreierliste hat das Domkapitel mich dann zu ihrem neuen Bischof gewählt und mich dann gefragt, ob ich das annehme. Und das habe ich dann nach einigen Überlegungen getan und deswegen bin ich jetzt hier. Okay, am Samstag steht Ihr Amtseintritt bevor. Was ist denn für den Tag geplant? Wie wird der ablaufen und wen erwarten Sie hier alles in Dresden? Also, der Gottesdienst ist hier in der Hofkirche. Das wird so beginnen, dass der Metropolit, das ist Erzbischof Heiner Koch, er wird den Gottesdienst eröffnen. Dann ist in dem ersten Teil des Gottesdienstes es so, dass der apostolische Nuntius von Berlin, der wird eine kurze Ansprache halten und wird mir dann die Ernennungsurkunde des Papstes überreichen. Die werde ich dann dem Domdekan geben. Er wird sie anschauen, ob sie auch wohl echt ist. Dann wird er den Inhalt dieser Urkunde, die vom Papst unterzeichnet ist, vortragen. Und danach wird dann der apostolische Nuntius und der Metropolit, der Erzbischof Heiner Koch, werden mich dann zum Bischofsstuhl, zur Kathedra geleiten. Und dann muss der neu Ernannte Platz nehmen auf der Kathedra. Und dann ist er mit diesem Schritt der neue Bischof des Bistums. Okay, können die Dresdner denn auch an der Zeremonie teilnehmen? Es werden in der Kathedrale einige Plätze noch sein. Es gibt viele geladene Gäste. In der Kathedrale sind meines Erachtens auch noch einige Plätze frei. Aber hier auch jetzt im Schlossplatz wird die Möglichkeit sein, auch über Videoleinwand und Übertragung den Gottesdienst mitzufeiern. Und der MDR wird, glaube ich, auch den Gottesdienst übertragen.
Okay, jetzt haben wir so viel von der Kathedrale geredet. Da würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Kathedrale, schauen uns dort ein bisschen um. Liebe Zuschauer, wir melden uns gleich zurück. Bleiben Sie dran. Die Bundesregierung hat zum ersten Mal seit dem Ende des Kalten Krieges das Konzept zivile Verteidigung überarbeitet. Die darin enthaltene Aufforderung, sich für Notfälle Lebensmittelvorräte anzuschaffen, sorgte seit Sonntag für reichlich Gesprächsstoff, auch in Sachsen. Jonathan Wosch folgt mit den Einzelheiten. Dass sich die Bundesregierung Gedanken macht um den zivilen Katastrophenschutz, das kann man ja eigentlich nicht schlecht finden. Und so wollte ich mir die Konsequenzen des Konzepts für den Freistaat sowie eine generelle Haltung dazu vom Innenministerium einholen. Und Überraschung, zwar ist auf Bundesebene das Innenministerium zuständig, hier beim Freistaat Sachsen sieht das aber anders aus, denn aktuell gibt es keine akute Bedrohungslage. So stand mir Markus Ulbig nicht für einen O-Ton zur Verfügung. Ja, ganz anders sieht das hier beim Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft aus. Hier wollte man mir bereitwillig erklären, warum sie generell auch unabhängig von akuten Bedrohungslagen ein wenig horten sollten und das neue Konzept einordnen. Müssen wir Konsequenzen für Sachsen ziehen? Wir müssen grundsätzlich Konsequenzen für Sachsen ziehen. Das ist jetzt unabhängig von dem Zivilschutzkonzept der Bundesregierung zu sehen. Wir haben bereits im Jahr 2012 eine Kampagne zur Information der Öffentlichkeit zu dem Thema gemacht. Die hieß Guter Rat ist Vorrat. Die läuft weiterhin. Seit 2012 das Thema Ernährungsnotfallvorsorge. Warum raten Sie denn auch unabhängig von akuten Bedrohungslagen, sich so einen Hamstervorrat anzulegen? Ja, wir nennen es nicht Hamstervorrat. Es gibt diese Empfehlung. Und dieses ist natürlich für die Bevölkerung schwierig nachzuvollziehen in Zeiten, wo man tagtäglich alle Artikel des täglichen Bedarfs im Supermarkt erhalten kann, sich bestimmte Vorräte zu Hause vorzuhalten. Wir sagen auch nicht, dass es ein Vorrat ist, den man sich in einer Art Kammer hinterlegen soll, sondern es sind Sachen, die soll man nach und nach verzehren natürlich auch und soll man wieder auffüllen. Hat auch praktische Vorteile im familiären Bereich, wenn man unerwartet Besuch kriegt oder krank wird. Das Timing für das Konzept zivile Verteidigung kann man getrost als suboptimal bezeichnen. In dem am Mittwoch vorgestellten Plan nimmt das Thema Ernährung tatsächlich dann auch nicht mal eine Seite ein. Und da wird geraten, 10 Tage Vorräte vorzuhalten. Der Freistaat Sachsen ist hierbei übrigens Vorreiter, denn der empfiehlt das schon seit 2011. Und hier bei den Filmnächten am Elbufer sowie in Chemnitz hat folgender Clip 2013 übrigens einen recht ähnlich gelagerten Skandal ausgelöst. Okay, jetzt haben wir hier Möhren, Erbsen, mal ein bisschen mehr vielleicht. Und Mais kommt eigentlich auch immer gut. Jetzt habe ich Wasser, Dosengemüse, Toilettenpapier. Ja, so einen kleinen Vorrat zu haben, ist ja an und für sich eigentlich immer eine gute Sache. Aber beginnen Sie bereits damit, sich für den Notfall vorzubereiten und zu hamstern? Das kommt mir jetzt etwas suspekt vor. Aufgrund der politischen Lage. Es ist sehr überraschend. Das heißt schlechtes Timing? Ja. Sinnlos. Also ich finde es doof. Muss nicht sein. Was stört Sie da genau? Ja, ich weiß nicht warum. Das ist Panikmache irgendwie, keine Ahnung. Die Bevölkerung wird hier verunsichert. Ne? Aber so ein Masterplan Katastrophenschutz ist ja eigentlich erstmal sinnvoll, oder nicht? Der ist sehr sinnvoll. Aber wenn man das Geld dazu hat, mal zu Hamsterkäufe zu machen, wenn man vom Amt nichts kriegt, und gerade mal am Monatsende nichts mehr hat, wo soll man dann Hamsterkäufe machen? In gewissem Maße hat man ja Vorräte, sag mal so. Und die würden bestimmt auch eine Woche reichen. Wenn es blaut, dann blaut es so und so und dann kannst du auch nicht einholen. Dann kann dein Essen auch verschwinden. Ne? Sie haben so einen kleinen Vorrat zu Hause. Woraus besteht der? Eigentlich aus dem, was ich jetzt gerade einkaufe. Das wäre dann eigentlich der Vorrat. Okay. Also sprich Wasser, Toilettenpapier und wahrscheinlich noch Nudeln, denke ich mal, kommen noch dazu, oder? Die Nudeln nicht, weil die müsste man ja kochen und wenn kein Strom da wäre, wäre das schlecht. Ne? Dann eher Zwieback. Sachsen, mal wieder Land der Vordenker. 5 Jahre kam der Freistaat der Bundesregierung in der Aufforderung zuvor, sich Lebensmittelvorräte anzuschaffen. Und man dachte hier viel mehr an Katastrophenschutzszenarien, wie zum Beispiel Überflutungen. Nach einer kleinen Unterbrechung geht's hier weiter mit den aktuellen Kurznachrichten des Tages. Also bleiben Sie dran, liebe Zuschauer.
Herzlich willkommen in der Neustädter Markthalle. Erleben Sie ein Fest der Sinne und lassen Sie sich von der einzigartigen Atmosphäre verzaubern. Genießen Sie in unserem Konsum-Imbiss täglich wechselnde und frisch zubereitete Speisen für den kleinen und großen Hunger. 16 weitere Händler laden mit ihren frischen Produkten und Spezialitäten zum Bummeln, Kaufen und Verweilen ein. Entdecken Sie Geschenkideen, Lederwaren und vieles mehr. Und lassen Sie Ihre Lieblingsschuhe in der Schuhreparatur im Obergeschoss aufarbeiten. Die Neustädter Markthalle, immer einen Besuch wert. Sachsens erste Fußballgolfanlage in Ottendorf-Ockrilla. Testen Sie auf 18 Bahnen mit besonderem Spaßfaktor Ihre Teamfähigkeit, Koordination und Konzentration. Ob Schulklassen, Kindergeburtstage, Familien, Firmen oder Einzelspieler, jeder kommt hier auf seine Kosten. Soccergolf Sachsen in Ottendorf-Ockrilla. Welcome to Wonderland, a musical tribute to Frank Wildhorn. Die Proben für die Konzerte der besonderen Art laufen auf Hochtouren. Wonderland, Jekyll and Hyde, Dracula, Bonnie and Clyde. Welthits des bekannten Musical-Komponisten Frank Wildhorn kommen am 10. und 11. September jeweils 19 Uhr in der Theaterruine St. Pauli in Dresden auf die Bühne. Tickets ab sofort im Vorverkauf und an der Abendkasse. Die Hauptstraße, der Dresdner Genießerboulevard am Goldenen Reiter. Vor über 300 Jahren hat sie August der Starke erbauen lassen und bis heute ist sie eine der beliebtesten Fußgängerzonen in Dresden. Zwischen dem berühmten Reiterstandbild des Kurfürsten, vorbei an den Kunsthandwerkerpassagen und der Dreikönigskirche bis hin zum Albertplatz laden hier jede Menge Geschäfte und Restaurants zum Bummeln und Genießen ein. Shoppen, Schlemmen, Schlendern. Die Hauptstraße, Dresdens Genießerboulevard am Goldenen Reiter. Welcome to Wonderland, a musical tribute to Frank Wildhorn. Dresden Fernsehen verlost Freikarten für die Shows am 10. und 11. September jeweils 19 Uhr in der St. Pauli-Ruine Dresden. Schreiben Sie eine Mail mit dem Stichwort Wonderland an gewinnspiel@dresden-fernsehen.de. Und seien Sie dabei, wenn die Welthits des bekannten Musical-Komponisten Frank Wildhorn erklingen. Grüß Sie, liebe Zuschauer. Heute Abend gibt es wieder eine neue Nachtschicht und im Curry und Co. wird es heißer als sonst. Und das liegt nicht an den Friteusen, sondern an der Burlesque-Tänzerin Coco Ladouce. Also schalten Sie ein, es wird hot, 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 hotter. Weiter geht es mit der Drehscheibe Dresden Sommertour, präsentiert von Stesat. Wir entwickeln Dresden. Das Rathaus hat am Donnerstag eine neue Schulbauleitlinie vorgestellt. Entlang dieser Standards plant und realisiert die Stadt Dresden ihre Schulbauvorhaben. Wesentliche Inhalte sind die Verzahnung von pädagogischen und architektonischen Ansprüchen sowie mehr Beteiligung von Schülern, Eltern und Lehrern bei künftigen Bauprojekten. Die Schulstandorte Pieschen und Tolkewitz wurden bereits entlang der neuen Schulbauleitlinie geplant. Dresden zieht Halbjahresbilanz zu den aktuellen Tourismuszahlen. Zwar kamen deutlich mehr Besucher aus dem Ausland, trotzdem muss Dresden einen Übernachtungsrückgang verbuchen. Mehr dazu sehen Sie jetzt in den Nachrichten. Nach Dresden kommen weniger Touristen. Mit über 1,8 Millionen Übernachtungen im ersten Halbjahr ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 0,2% gesunken. Auch die Hoteliers sind mit den Übernachtungszahlen nicht zufrieden. Ihre Auslastung liegt gerade einmal bei 57%. Nach wie vor bleiben besonders die Gäste aus dem Inland aus. Dafür gibt es mehrere Gründe.
Einmal Imageverlust aufgrund der Pegida-Demonstration. Zweitens die Bettensteuer, die im Grunde einfach ein kompliziertes Verfahren ist. Es gibt in anderen Städten auch Bettensteuern, aber hier ist es einfach nicht für den Gast sehr transparent. Ja? Und zum anderen ist es natürlich auch so, im letzten Jahr beispielsweise hatten wir den großen Städtetag oder wir hatten den G6, G7-Gipfel. Das heißt, diese Veranstaltung hatten wir in diesem Jahr nicht. Und das hat natürlich im Grunde hier zu dem leichten Rückgang geführt. Hingegen aus dem Ausland kamen knapp 8% mehr Besucher in die Landeshauptstadt. Die meisten Gäste kommen aus den USA, der Schweiz und Österreich. Eine deutliche Steigerung gab es bei den polnischen Gästen um knapp 50%. Dagegen kamen weniger Russen und Japaner. Die Stadt arbeitet jetzt an einem Konzept zur Einführung einer Bonuskarte. Dafür vorgesehen sind 1 Million Euro. Die Bonuskarte wird, und das sind wir im Moment in der Erstellung, und natürlich in der Diskussion, das ist noch nicht alles ausdiskutiert, aber grundsätzlich von der Idee her, Rabattierungen ermöglichen, dass Eintritte sich in den Museen wie in den Theatern, die städtische Eigentümerschaft sind, vergünstigen. Wir sind im Moment auch in der Diskussion, sollen wir dabei integrieren, zum Beispiel den Zoo oder die Bäder, was durchaus sinnvoll wäre. Gerade Dresden ist ja eine Stadt, die sehr familienfreundlich ist. Die Karte würde ausschließlich den Übernachtungsgästen und frühestens mit dem Jahreswechsel zur Verfügung stehen. Die Prognosen für das zweite Halbjahr sind positiv. Nach wie vor lockt das vielfältige Kulturangebot die meisten Gäste nach Dresden. Große Hoffnungen setzen die Tourismusmanager deshalb in die Eröffnung des Kraftwerks Mitte und Kulturpalastes. Hechtfest, das kleine, gemütliche und nicht kommerzielle Pendant zur BRN, geht in eine neue Runde. Wie in jedem Jahr am letzten Augustwochenende können Dresdner durch die Straßen rund um die Rudolf-Leonhardt-Straße und die St. Pauli-Kirche schlendern. Eine Vielzahl an regionalen Bands sowie kunterbunten Ständen und Köstlichkeiten gibt es in den Gassen und Hinterhöfen zu entdecken. Auch Familien und speziell die kleinen Besucher erwartet ein buntes Programm. Große Bierwagen, elektronische Musik und Scheinwerferlicht gibt es im Vergleich zur BRN nicht. Auf Anfrage von Dresden Fernsehen sagte uns Mike Schellbach aus dem Veranstaltungsteam, dass keine Werbung für das Fest vorgesehen ist, um es nicht zusätzlich publik zu machen. Bei der Stadt Dresden beginnen nächste Woche 70 junge Leute ihre Ausbildung, darunter 54 Frauen und 16 Männer. Ausbildungsschwerpunkt bei der Stadt sind Verwaltungsberufe neben einigen gewerblich-technischen Berufen. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Die Absolventen haben nach erfolgreichem Abschluss gute Chancen auf eine Anstellung in der Verwaltung. Wir melden uns gleich zurück mit der Drehscheibe-Sommertour und dem neuen Dresdner Bischof. Wir sprechen mit Heinrich Timmer Evers über kommende Herausforderungen. Das Dschungelbuch live. Balu der Bär lädt ein zu einer abenteuerlichen Reise in den indischen Dschungel. Mit XXL-Kostümen und Panorama-Bühnenbild. Der tierisch coole Theaterspaß für Groß und Klein. Vom 26. August bis 18. September im Theaterzelt auf der Kockerwiese. Udo Jürgens. Die Legende lebt weiter. Erleben Sie seine Musik in originellen Latin Jazz Arrangements beim Jazz No Talk im Brockmann und Knödler Salon an der Frauenkirche in Dresden. Der charismatische Sänger und Gitarrist Jörg Seidel stellt seine CD Merci, My Personal Tribute to Udo Jürgens vor. Udo Jürgens Manager und Bruder ist begeistert. Ein vielversprechender Vorgeschmack auf die Jazztage Dresden mit dem Festivalmotto Living Legends und Stars wie El Charro, Max Mutzke, Aldi Meola und Tom Gebel. Thank you.
Dresden Fernsehen verlost 3x2 Tickets für das Konzert Merci Personal Tribute to Udo Jürgens am 12. September in der Reihe Jazz No Talk im Salon Brockmann und Knödler an der Frauenkirche in Dresden. Schicken Sie bis 8. September eine Mail mit dem Stichwort Udo Jürgens an gewinnspiel@dresden-fernsehen.de. 17 Jahre blondes Haar, so stand sie vor mir. Liebe Dresdnerinnen, liebe Dresdner, liebe Touristen, ich begrüße Sie bei uns im Zauberschloss im Schönfelder Hochland. Erleben Sie bei uns auf dem Zauberschloss internationale Zauberkünstler, Stars aus der ganzen Welt. Schauen Sie sich Exponate an, die in unserer Zauberausstellung zu sehen sind. Oder schauen Sie sich einfach unsere historischen Decken, die teilweise noch von 1577 sind, an. Sehr interessant ist auch unsere historische Schwarzküche, die Sie im Erdgeschoss erleben können. Ja, oder fassen Sie sich Mut und sagen Sie Ja zueinander, denn bei uns kann man heiraten. Also, kommen Sie vorbei auf dem Zauberschloss. Schauen Sie sich eine der hochkarätischen Zauberveranstaltungen an oder einfach die historischen Gemäuer. Näheres unter www.daszauberschloss.de. Weiter geht es mit der Drehscheibe Dresden Sommertour, präsentiert von Stesat. Wir entwickeln Dresden. Liebe Zuschauer, wir melden uns zurück von der Drehscheibe Sommertour und sind jetzt hier in der Dresdner Kathedrale. Neben mir steht der neue Bischof Heinrich Timmer Evers. Sie haben ja nun schon einige Erfahrungen gesammelt. Wie wirkt denn hier die Dresdner Kirche auf Sie? Die Dresdner katholische Kirche ist eine Kirche in der Diaspora. Das ist für mich eine Erkenntnis. Das wusste ich auch schon vorher. Es gibt relativ wenig katholische Christen, die in einer riesigen Fläche verteilt sind. Meine Erfahrungen mit den Christen in der Diaspora an dem bisherigen Wirkungsort, und ich habe wahrgenommen, dass es hier nicht ganz anders ist oder eigentlich gar nicht anders ist. Die Christen, die in der Zerstreuung leben, in der Diaspora leben, sie haben sich entschieden, Christen zu sein, wissen, dass sie sich vielleicht in dem einen oder anderen eben auch sehr deutlich unterscheiden von anderen Mitbürgerinnen und Bürgern und leben ihren Glauben mit einer ganz großen Treue und mit einer ganz großen Freude. Also das ist etwas, was ich auch hier schon an verschiedenen Punkten wahrgenommen habe. Und ich finde das sehr, sehr ermutigend, dass es diese Gemeinden, diese Pfarrgemeinden gibt, diese Christen in den Gemeinden gibt, die so ihren Glauben leben und auch bezeugen. Und diese Freude, die da ist, hat immer etwas, was auch irgendwie andere begeistert, auch beeindruckt. Wie kann man sich das denn vorstellen? Worin liegen jetzt die Schwerpunkte Ihrer Arbeit und was sind vielleicht auch hier die Herausforderungen? Die Schwerpunkte meiner Arbeit werden wahrscheinlich in den ersten Jahren oder zumindest im ersten Jahr sein, dass ich mal die vielen Gemeinden besuche, die Verantwortungsgemeinschaften, die auf den Weg gebracht worden sind, gegründet worden sind, um auch möglicherweise die Gemeinden zusammenzuführen, sie zu besuchen, dass ich sie kennenlerne, dass die Menschen, ja, dass ich sehe, wo sie leben, welche Erfahrungen sie gemacht haben, welche Geschichten sie auch mit sich bringen, das aufzunehmen und wahrzunehmen, das ist also das erste, die erste Aufgabe. Das zweite, ich möchte die Gläubigen in ihrem Glauben auch bestärken, dass sie wissen, dass sie nicht alleine sind. Und ich möchte ihnen Mut machen, zu ihrem Glauben zu leben und eben auch in ihrem Glauben, im Tun, auch für andere da zu sein, darin sie zu bestärken. Das ist sicherlich auch ein Schwerpunkt meiner Arbeit und meines Tuns. Ich sehe, Sie freuen sich auf die kommende Zeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, liebe Zuschauer, bis demnächst. Das war die Drehscheibe Sommertour von heute. Niedersedlitz feiert doppeltes Schnapszahljubiläum. Vor 666 Jahren wurde es erstmals urkundlich erwähnt und vor 66 Jahren nach Dresden eingemeindet. Am Freitagnachmittag zeigt die Niedersedlitzer Grundschule, wie sie sich seitdem verändert hat. Weitere Programmpunkte sind die offizielle Eröffnung, die Festmeile am Sonnabend und der Festumzug am Sonntag.
Eisenbahnfans können an den Tagen der offenen Tür der Parkeisenbahn einen Blick in den Lokschuppen und das Stellwerk werfen. Bei Führungen sind auch Sonderfahrzeuge zu sehen, die nicht eingesetzt werden. Die Lilliputbahn mit Dampf- und Elektroloks fährt ebenfalls an beiden Tagen durch den Großen Garten. Zu Ehren des vor 125 Jahren geborenen Künstlers Otto Dix präsentieren die Städtischen Sammlungen Freital die Ausstellung Dix im Sinn. 9 Gemälde und 7 grafische Arbeiten bilden den Höhepunkt der Sammlung auf Schloss Burg. Vor allem Gemälde, die Dix Entwicklung im Zeitraum 1910 bis 1940 zeigen, sind ausgestellt. Dresdner haben sich am Donnerstag über angenehm warme Temperaturen gefreut. In der Landeshauptstadt schien fast überall längere Zeit die Sonne. Kommende Nacht kühlt es auf 16 Grad ab. Morgen bleibt uns der Sommer erhalten, denn Sonnenschein hat am Freitag das Sagen. Dabei werden im Tagesverlauf 27 Grad erreicht. Am Wochenende bleibt es sommerlich, erst zu Beginn der neuen Woche folgt dann die Abkühlung. Am Samstag gibt es ungestörten Sonnenschein bei Spitzenwerten um die 28 Grad. Sonnen- und Hitzeschutz sind am Sonntag unverzichtbar. Die Temperaturen steigen am Tag auf 30 Grad. Am Montag stellt sich dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken ein. Die Werte klettern nur noch auf 21 Grad. Es ist Dresdens größtes Schulprojekt, der Umbau des ehemaligen Straßenbahnhofs an der Wehlener Straße. 2018 sollen die 32. Oberschule und ein neu gegründetes Gymnasium Tolkewitz einziehen. Morgen schauen wir unter anderem bei der Baustelle zum Megacampus vorbei. Damit verabschieden wir uns für Donnerstag. Kommen Sie gut durch den Abend und natürlich auch die Nacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, liebe Zuschauer. Bis dahin, machen Sie es gut. Die Dresden Sommertour wurde Ihnen präsentiert von Stesat. Wir entwickeln Dresden.